Hi, welcome back to the Willkommen zurück im Lamrim, die Liebe in Zeiten des Virus. Wir sind in der Folge 4. Ich nenne die Folge 4 das Beste und das Schlechteste. Du siehst hier das Bild eines sehr glücklichen Paares. Es ist unrealistisch. Sie sehen zu gut aus. Sie sehen beide zu gut aus, wie Seiji und seine Freundin. Du kennst diese Geschichte und ich kenne sie auch. Die Leute fragen mich, Gesela, ich möchte mein Verlangen aufgeben. Ich möchte ein einfaches Leben führen. Soll ich meinen Freund oder Freundin, Ehefrau oder Ehemann aufgeben? Soll ich das aufgeben? Ich muss sagen, nach vielen, vielen Jahren Erfahrung, einen guten Partner an der Seite zu haben, insbesondere einen spirituellen Partner, das ist das Beste, was du in deinem Leben tun kannst, sofern es gut läuft. An perfekten Tagen ist es dann wirklich so wie auf dem Foto. Es fühlt sich an wie Magie. Ich kenne Menschen, die eine schwierige Beziehung hatten und dann haben sie ihre 20, 30, 40-jährige Beziehung aufgegeben. Ich weiß nicht, das scheint mir so traurig. Ich glaube, du kannst es hinbekommen, wenn du Samen verstehst. Es kann die wundervollste Sache in deinem Leben sein. Ich denke, es ist die wundervollste Sache im Leben. Aber du weißt und ich weiß, wenn es schief geht, wird die wundervollste Sache der Welt zur schrecklichsten Sache der Welt. Es gibt nichts Schlimmeres, als mit jemandem im gleichen Haus oder der gleichen Wohnung zu wohnen, wenn ihr euch zuvor geliebt habt und du jetzt diese Person mehr hasst als jede andere oder sie dich ständig aufregt und du ständig angespannt bist. Diese Folge 4 nennen wir also das Beste und das Schlechteste, weil es so scheint, dass etwas, wenn es sehr schön sein kann, ebenso auch sehr schrecklich sein kann. Es hängt davon ab, wie du die Samen aufrechterhalten kannst, welche Samen du pflanzen kannst. Aber im Leben scheint es so zu sein, dass aus den schönsten Dingen die schrecklichsten Dinge werden können. Warum sprechen wir darüber? Kehren wir zum Text zurück. Masunani, so he was describing, Pabongka Rinpoche hat beschrieben, wie cool es ist, wenn eine Person freundlich zu anderen Menschen ist, ganz besonders in harten Zeiten, an schwierigen Orten oder in schwierigen Zeiten in der Geschichte, wie jetzt. Menschen, die liebevoll zu anderen sind, die Dinge miteinander teilen, andere mit Respekt und Liebe in diesen schwierigen Zeiten behandeln, die sind, als kehrte ein Buddha zurück auf diesen Planeten. Diese Leute sind etwas Besonderes. Ich sage dir, kleine Dinge für andere zu tun in diesen gefährlichen Zeiten, ist das Beste. Es wird dich glücklich machen. Es ist die direkte Schnellstraße ins Glück. Klar, es ist eine schreckliche Sache. Und klar, es werden Menschen verletzt. Aber dies ist die Zeit, in der du ein echter Buddhist sein kannst. Du kannst ein Buddha sein. Du kannst jetzt ein ganz besonderer Mensch sein. Dies sind wunderbare Gelegenheiten. Was ist, wenn wir diesem Egoismus nachgeben? Was, wenn wir diese Gefühle haben? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir passiert es, wenn ich nicht schlafen kann. Es scheint, als hätten heutzutage mehr Menschen Schlafprobleme. Das ist auch verständlich. Es ist eine gefährliche Zeit. Es ist eine sorgenvolle Zeit. Wir sorgen uns um uns selbst. Wir sorgen uns um andere. Was, wenn wir diesem Instinkt nachgeben und sagen, okay, das sind 10 Packungen Toilettenpapier. Die kaufe ich jetzt alle. Vergiss die anderen. Oder ich bin gerade knapp bei Kasse. Lass mich mal die Kirche, den Tempel oder die Moschee anrufen und meine monatliche Spende kündigen. Ich sage ihnen, es ist gerade schwierig, ich habe Probleme. Ich kann diese Spende nicht mehr machen. Vergiss den Goldclub. Ich werde die Spende für den Goldclub streichen.
Es ist verlockend, so zu denken. Dies ist, was der Text dazu sagt. Es gibt ein Sutra namens Ich liebe es, freundlich zu sein. Seiji hat es in seinem Text, was Egoismus heißt. Hier haben wir Chepa, was bedeutet, ich liebe es wirklich, ich wertschätze es, gut zu anderen zu sein. Lale tsutum dungyalin, tsutum demba dewate, tsutum chawa dungyalo. It's like the girlfriend. Es ist wie die Freundin oder der Freund. Lale tsutum dewate. Some people's morality. Die Ethik einiger Leute macht sie den ganzen Tag glücklich. Some people's morality. Die Ethik anderer Leute lässt sie den ganzen Tag leiden. Wenn du dir deine Ethik bewahrst, wenn du freundlich zu anderen Menschen bist, ist das so ziemlich die Definition von Glück. Wenn du schwach wirst, in den Tagen des Virus, egoistisch wirst, wenn du dich an dem festklammerst, was du hast, nicht teilst und nervös bist und angespannt und andere Menschen schlecht behandelst, dann ist das Brechen jeder Ethik das Schlimmste. Ethik, die Gelübde, deine Verpflichtung, freundlich zu anderen zu sein. Sie sind wie dein Freund oder deine Freundin. Sie können dich unglaublich glücklich machen oder sie können dich furchtbar traurig und elend machen. Wenn du diese Ethikgesetze brichst, wenn du andere gemein, angespannt und fies behandelst, dann werden dich dieselben Gelübde unglücklich machen. Verstanden? Genau wie jene Freundin oder jener Freund. Dies habe ich wieder für dich herausgesucht. Wenn du diese guten Verhaltensweisen beibehältst, wenn du andere freundlich behandelst, macht dich das schön und du kannst an dich selbst glauben. Wenn du in den Zeiten des Virus teilst, was du hast, kannst du für den Rest deines Lebens an dich glauben. Du kannst an dich glauben. Wenn du schwach wirst und dich dem Egoismus ergibst, wirst du den Rest deines Lebens daran denken müssen. Ich kann dir aus meinem langen Leben erzählen, dass mir die Zeiten, wo ich gut zu anderen war und nicht egoistisch, sehr viel Freude bereitet haben. Ich kann jederzeit an sie denken, ich bin stolz auf sie. Dann kannst du für den Rest deines Lebens an dich selbst glauben. Dann zitiert er noch ein anderes Sutra, das Sutra über Menschen, die freundlich zu anderen bleiben. Ich erinnere mich an eine sehr, sehr kraftvolle Zeile darin. Ich habe sie viele, viele Male gehört. Sokton Telshing Shiwani La Lai Tsurchem Nyangshing Shibani Teta Mayino. I'm gonna say it again. Kelonda Sodon Telshing Shiwani Lai Tsurchem Nyamshing Shibani Teta Mayino. Kelonda Sodon Telshing Shiwani Lai Tsurchem Nyangshing Shibani Teta Mayino. Okay. Losing your life. Dein Leben zu verlieren ist eine heftige Sache. Dein Leben zu verlieren ist eine heftige Sache. Aber deine Ethik zu verlieren ist viel, viel schlimmer. Im Vergleich ist schwach werden in den Zeiten des Virus, egoistisch zu werden, viel schlimmer als zu sterben. Es ist besser, du stirbst, als egoistisch in den Zeiten des Virus zu werden. Das ist eigenartig, nicht wahr? Das ist eigenartig, das zu sagen. Geshe-la, alle waren ein bisschen egoistisch. Ich habe nur ein bisschen mehr Toilettenpapier gekauft. Deshalb bin ich doch kein Monster. Nein.
Buddha sagt, das kleine bisschen egoistisches Verhalten in den Zeiten des Virus ist schlimmer als zu sterben. Es gibt eine Debatte über die Schreibweise hier. Diejenigen von euch, die etwas Tibetisch können, Lai, hier das Wort Lai, wenn du es B-L-A schreibst, wenn du es B-L-A buchstabierst, bedeutet es, dass es besser wäre zu sterben, als egoistisch in den Zeiten des Virus zu sein. Wenn du es mit einem S buchstabierst, und die Schreibweise in den Schriften ist halb so, halb so. Es wäre spannend, das Sanskrit dazu zu finden, denn das würde es klarstellen. Wenn du es mit dem S schreibst, bedeutet es viel, viel einfacher. Kein Problem, sterben ist viel, viel einfacher, als in den Zeiten des Virus egoistisch zu sein. Sterben wäre eine einfache Sache im Vergleich dazu, dein Geld in den Zeiten des Virus nicht zu teilen. Langsam, was meinst du damit? Wir haben hier ein Bild. Wir haben während des Lockdown viel Zeit mit Gartenarbeit verbracht. Früher habe ich Veronika all die Gartenarbeit machen lassen und mich über die Blumen gefreut. Aber jetzt hat sie zu mir gesagt, okay, wo du schon mal da bist, kannst du auch Unkraut jäten. Wie du hier siehst, wie ihr wisst, ist Gartenarbeit nicht, hübsche Blumen zu pflanzen. Gartenarbeit ist stundenlang auf den Knien Unkraut zu jäten. Eine stupide Angelegenheit. Tatsächlich hatten wir eine Diskussion. Ich sage, das ist kein Unkraut, das reiße ich nicht aus. Sie sagt, das ist Unkraut. Ich sage, aber das blüht so hübsch. Sie sagt, ja, ein Unkraut mit hübscher Blüte. Ich sage, aber wenn es so hübsch blüht, kann es kein Unkraut sein. Wir sollten es wachsen lassen. Sie sagt, nein, das ist ein Unkraut. Ich sage, wer hat entschieden, dass das ein Unkraut ist? Sie sagt, keine Ahnung. Alle haben entschieden, dass das ein Unkraut ist. Ich sage, aber ich mag die Blume. Die Bienen mögen die Blume auch. So ging es hin und her. Letzte Woche habe ich ein paar Blumen für den Herbst gekauft, weil wir verschiedene Blumen für unsere Bienen pflanzen müssen. Wir haben einen Bienenstock. Ich fand eine Blume, auf deren Packung stand, dass sie in Hawaii ein Unkraut ist, aber in Kalifornien eine Gartenblume. Ich zeigte es ihr. Das ist die Leerheit von Unkraut. Warum rede ich darüber? Wenn du ein Unkraut ausreißt, musst du darauf achten, es nicht zu schütteln. Denn wenn du es schüttelst, fallen hunderte Samen aus dem Samenbehälter. Wenn du ein Unkraut herausziehst und dabei schüttelst, erzeugt es 100 weitere Unkräuter. Siehst du, was ich meine? Warum rede ich darüber? Egoistisch zu sein in Zeiten des Virus, nicht teilen, was du hast in den Zeiten des Virus, ist wie ein Unkraut und es wird 100 oder 1000 weitere egoistische Ereignisse erzeugen. Siehst du, was ich meine? Du wärst besser gestorben, anstatt egoistisch zu werden. Denn wenn du auch nur ein bisschen egoistisch in kleinen Dingen bist, in schwierigen Tagen, wenn jeder es braucht, dass du nicht egoistisch bist, pflanzt du mehr Samen dafür, egoistisch in der Zukunft zu sein. Tausende Samen. Du schüttelst ein Unkraut. Das ist eine sehr spannende Sache. Es wäre besser, du stirbest, als im Kleinen egoistisch zu sein in den Zeiten des Virus, weil das tausend weitere egoistische Ereignisse schaffen wird und du mehr leiden wirst, als wenn du gestorben wärst. Okay? Es ist nicht angenehm, solche Dinge in Amerika auszusprechen. Wir sollen solche Dinge nicht sagen. Aber es ist wahr. Es ist wahr. Und nicht ich sage das. Der Buddha sagte das. Lieber sterben, als in den Zeiten des Virus egoistisch zu sein. Das heißt nicht, dass du dich umbringen sollst. Das bedeutet es nicht. Es bedeutet, sei nicht egoistisch, sei uneigennützig und brich nicht deine Gelübde. Nur weil ein Virus umgeht. Deine Gelübde sollen länger halten als das. Das ist nicht dein Ende. Das ist nicht das Ende. Wenn du dir das Virus einfängst und stirbst, ist das nicht das Ende. Es wird weitergehen. Du wirst an einem anderen Ort leben. Es ist zu lustig. Die Leute sagen, ich glaube nicht an zukünftige Leben. Ich frage, wurdest du geboren? Ja, klar. Und wie wurdest du geboren? Oh, Ursache und Bedingungen, Geshe-la. Ursache und Wirkung.
kleine Ursachen kamen zusammen und ich wurde geboren. Also sage ich, kann es wieder passieren? Nein. Ich sage, könnte es in 1000 Jahren wieder passieren? Naja, vielleicht. Kann es in einer Milliarde Jahren wieder passieren? Wahrscheinlich schon. Und in einer Milliarde, Milliarde Jahren könnte es dann wieder passieren? Sicher, okay. Also wirst du wiedergeboren. Na also. Pabongka Rinpoche fragt dann, warum ist der Buddha so radikal? Warum sagte Buddha, sei es besser zu sterben? Er sagte, schau, wenn du stirbst, verlierst du nur ein Leben. Wenn du in dieser Welt, in dieser Zeit des Virus stirbst, verlierst du ein Leben. Aber wenn du unter dem Druck des Virus schwach wirst, egoistisch wirst, andere Menschen verletzt, nicht mit anderen teilst, was du hast, dann beeinträchtigst du, sagt er, 100 mal 100.000 Leben, 10 Millionen Leben. Du beeinträchtigst 10 Millionen Leben. Drelching, du wirst nicht glücklich sein. Du wirst nicht an einen guten Ort, nicht in eine gute Familie geboren werden und du opferst im Grunde das Glück von 10 Millionen Leben. Wenn du in den Zeiten des Virus egoistisch bist, du könntest genauso gut sterben. Es wäre besser, wenn du gestorben wärst. 10 Millionen Leben lang wirst du ein schreckliches Leben haben. Oh, Geshe-la, das ist zu viel. Wie kann ein kleines bisschen Egoismus 10 Millionen Leben ruinieren? Oh, wie können eine Zelle deiner Mutter, eine Eizelle und eine Zelle deines Vaters im Sperma deinen Körper erschaffen, der, ich glaube, aus 10 Milliarden Zellen besteht? Bitte das mal nachschauen für mich. Aber die Zahl der Zellen im menschlichen Körper ist etwa 100 Milliarden. Sag mir also nicht, dass zwei Dinge nicht 100 Milliarden Dinge erschaffen können, weil schon alleine die Zunge, die du verwendest, um mir das zu sagen, Beweis genug ist, dass das falsch ist. Es ist irgendwie lustig. Ich habe folgendes Zitat besorgt aus dem Lamrim Chemo von Jetsun Kappa. Da heißt es, es ist besser zu sterben. Das Wort ist besser. Dann fand ich es auch im Kangur. Und da heißt es einfacher. Es ist die andere Schreibweise. Es ist einfacher zu sterben. Darüber könnt ihr mal nachdenken. Vielleicht könnt ihr darüber debattieren. Dann zitierte Pabongka Rinpoche Lung Nam Je, das ist ein altes Vinaya Sutra. Ich denke, es ist falsch geschrieben hier im Namen. Wir kommen jetzt zu einem anderen Thema. Wie sollen wir es nennen? Die Regeln in den Wind schlagen. Ja, ja, ich soll mein Toilettenpapier teilen. Erzähl mir lieber was Wichtiges, Geshe-la. Erzähl mir was von einem Impfstoff. Erzähl mir was von einem Milliarden-Dollar-Rettungsfonds. Aber verschone mich bitte mit diesem Kleinkram. Wie, ich soll mein Toilettenpapier teilen? Sei realistisch, Geshe-la. Sprich lieber über etwas Bedeutsames. Im nächsten Abschnitt des Lamrim geht es genau darum, zu verstehen, dass es die kleinen Dinge sind. Der Dharma steckt in den kleinen Dingen. Der Dharma steckt in deinen kleinen Verhaltensweisen. Du musst nicht einen Impfstoff erfinden, oder, das wäre toll, eine Milliarde Dollar einsammeln, damit jeder im Land ein Gehalt hat. Das sind alles gute Dinge. Aber das Wunder des Lebens steckt in den kleinen Dingen. Die Schönheit des Lebens steckt in den kleinen Dingen. Es ist so schön, sagt er. Also tu es nicht einfach ab.
Das ist das Wort, das ich suche. Sag nicht sowas, komm schon. Hör auf, über Toilettenpapier zu reden. Rede lieber über 10 Milliarden Dollar als finanzieller Kaufanreiz. Nein, der Erfolg deiner Praxis liegt in den Kleinigkeiten. Tu die kleinen Dinge nicht ab. Viele Kleinigkeiten machen einen Buddha. Jemand, der die Kleinigkeiten abtut und sagt, oh, das ist nicht so wichtig, diese Sache ist nicht so wichtig, diese Person ist Sheng Wang To. Dies ist ein sehr berühmter Ausdruck in der Nur-Geist-Schule. Sheng Wang, erinnert ihr euch noch? Wer kann es mir sagen? Für 50 Dollar. Sheng Wang, andere Kraft. Unter der anderen Kraft. Hier seht ihr es in einem normalen Satz. Sheng Wang ist das Wort der Nur-Geist-Schule für Ursache und Wirkung. Denn die Wirkungen müssen auf Ursachen warten. Ursachen sind fette Bonzen und die Wirkungen sind ihre Handlanger. Und die Wirkungen müssen auf die Bonzen warten. Das Ergebnis muss auf die Ursache warten. Das zu Sheng Wang. Eine Person, die Kleinigkeiten im freundlichen Umgang mit anderen abtut, sagt, schau, ich bin ein großer Buddhist, ich bewege Millionen Dollar. Ich halte bestimmt nicht die Tür auf für andere. Ich mache meinen Buddhismus Geshe-la auf einer höheren Ebene. Dann hast du es nicht verstanden. Der Erfolg deiner Praxis liegt in den Kleinigkeiten. Wenn du sie abtust, schadest du den großen Sachen. Und er gibt ein Beispiel. Er gibt ein Beispiel und es ist irgendwie komisch. Du musst in Indien leben, um es zu verstehen. Mangobäume spielen eine wichtige Rolle im indischen Leben. Wenn du in Indien lebst, dann ist die Mango-Saison eine freudige Zeit für dich. Es ist eine richtige, glückliche Zeit, wenn die Mangos reif werden. Die ersten Mangos sind 20 Dollar wert, eine Woche später 5 Dollar und dann wieder eine Woche später nur noch 50 Cent. Und eine Woche später wollen alle sie bloß noch verschenken. Also, wie auch immer, Mangobäume sind sehr wertvoll in Indien und sehr lecker und sehr produktiv. Aber sie neigen dazu, Unkraut anzuziehen. Manchmal versuchen die Leute, das Unkraut mit einer Sichel zu schneiden und hacken dabei aus Versehen den Mangobaum um. Also, wofür ist das ein Beispiel, Leute? 30-Dollar-Frage. Er wollte das Unkraut schneiden, aber stattdessen hat er den Mangobaum umgehackt. Er hat etwas abgetan. Er hat gesagt, komm mir nicht damit, Toilettenpapier zu teilen. Das ist doch bloß Unkraut. Ja, aber wenn du das Unkraut ignorierst, wenn du nicht richtig mit dem Unkraut umgehst, verlierst du deinen Mangohain. Macht das Sinn? Wenn du deinen Rasen nicht richtig mähst, führt das zu einem Platten bei deinem Auto. Wieso? Denk darüber nach. Es bedeutet, kümmere dich um die Kleinigkeiten in deiner Dharma-Praxis. Und das schützt dann die großen Dinge. Aber wenn du schlampig bei den kleinen Dingen bist, wirst du die großen Dinge ruinieren. Wieso? Berühmtes Beispiel. Also ich lebe in Arizona und wir sind stur beim Virus. Wir mögen keine Gesetze, wir mögen es nicht, wenn man uns vorschreibt, was wir tun sollen. Daher sind wir der schlimmste Staat in Amerika, was das Virus betrifft. Das heißt nicht, dass du mich nicht besuchen sollst. Wir werden durchkommen. Arizona ist ein riesiger Staat. Es dauert 6 bis 7 Stunden, zu unserem Retreat Center zu fahren. Und dabei verlässt man nicht mal den Bundesstaat. Und wir fahren gerne schnell. Dies ist der einzige Staat in Amerika, wo man auf einem Motorrad keinen Helm tragen muss, weil wir gerne schnell fahren und die Gefahr mögen. Das ist dumm während der Viruszeit. Wir bekommen viele Strafzettel für zu schnelles Fahren.
Die Polizei liebt es, der Bevölkerung von Arizona aufzulauern und sie zu erwischen, weil wir ständig zu schnell fahren. Als ich ein kleines Kind war, ist meine Mutter oft zu schnell gefahren. Vier Brüder im Auto und meine Mutter fährt zu schnell und die Polizei stoppt sie. Sie hat nie geweint. Ich habe sie nie weinen sehen. Nur manchmal. Bei einem guten Film oder so. Aber wenn die Polizei sie anhielt, fing sie an zu weinen. Oh weh, ich habe vier Kinder im Auto und wir haben nicht genug zu essen. Und die Polizei hat immer gesagt, oh, schon okay, nächstes Mal nicht so schnell fahren. Keine Sorge, ich gebe Ihnen keinen Strafzettel. Es war wirklich lustig. Und dann kurbelte sie das Fenster hoch und die Tränen versickten. Sie sagte, okay Kinder, fahren wir weiter. Der Polizist hat uns verschont. Hier in Lamrim heißt es, ja, die Behörden verschonen dich vielleicht, wenn du dich rausreden und ein paar Tränen weinen kannst. Manchmal wirst du nicht bestraft für die Dinge, die du tust. Aber was kommt wohl gleich als nächstes? In der Welt kannst du dich rausreden, aber du kannst dich nicht aus dem Karma rausreden. Du kannst dich nicht aus dem Karma herausreden. Karma ist nicht wie ein Polizist, der, wenn du anfängst zu weinen, sagt, oh, nicht weinen, ist schon okay. Karma macht niemals eine Ausnahme. Karma kommt immer zurück zu dir. Wenn du auch nur die kleinste Regel brichst, die der Buddha uns gegeben hat, dann wirst du eine schlechte Zeit haben. Vielleicht wirst du als Tier geboren werden, sagt er hier. Das ist eine seltsame Sache im Sanskrit. Allah auf Sanskrit ist ein Kardamomsamen, diese sehr leckeren Dinger, die sie in den indischen Tee tun. Ich habe hier ein Bild von einer Allah-Pflanze. Sie hat sehr seltsame Blätter. Die Blätter sehen sehr eigenartig aus. Ich habe es nicht nummeriert, Leute. Ich habe es einfach nicht reingenommen. Entschuldigung. Jetzt aber. Ja, das ist eine Kardamompflanze. Hier steht, du wirst enden wie dieser Kardamompflanzentyp. Dies ist ein Verweis auf eine Person. Es ist eine wunderschöne Geschichte. Also hier ist die Geschichte. Und ich denke, es könnte auch etwas mit dem Virus zu tun haben. Buddhisten sollen die Umwelt respektieren, okay? Als Buddhisten werden wir von Lord Buddha dazu angehalten, die Umwelt zu respektieren. Zum Beispiel dürfen Mönche und Nonnen keine Grünpflanzen schneiden, ohne ein bestimmtes Gebet dabei zu sprechen. Es ist ein Gelübde. Wir dürfen ohne ein bestimmtes Ritual keine Grünpflanzen schneiden, weil der Buddha sagte, du zerstörst dabei eine Stadt für winzig kleine Kreaturen. Es ist, als würdest du eine ganze Stadt für winzig kleine Kreaturen bombardieren. Es gibt winzig kleine Kreaturen, die man nicht sehen kann, die unter den Blättern leben, um die Pflanzen herum. Und wenn man eine Pflanze abschneidet oder zum Absterben bringt oder Umweltverschmutzung verursacht und den ganzen Amazonas zerstört, dann zerstört man die Heimat von Milliarden von Leuten. Der Ausdruck Person oder Leute im Buddhismus unterscheidet nicht zwischen Menschen und Tiere. Wenn du den Amazonas zerstörst, zerstörst du die Heimat von Milliarden von Leuten. Und du erntest das Karma der Zerstörung der Heimat von Milliarden Leuten. In der Vinaya dürfen wir nicht einmal auf eine Pflanze spucken, weil das einige der kleinen Kreaturen, die dort leben, verletzen könnten. Das ist ihre Stadt. Die Spucke könnte einige von ihnen ertränken. Es ist sehr spannend. Wie auch immer, es gab einen Mönch in alten Zeiten, der las dieses kleine Mini-Gelübde, dieses Mini-Mönchsgelübde. Es heißt Tungche. Es ist ein Mini-Gelübde. Und das Mini-Gelübde ist, nicht auf Grünpflanzen spucken und keine Grünpflanzen ohne besonderen Zweck schneiden. Er meditierte in einer Höhle und er hatte einen Gorek. Gorek bedeutet rasierter Kopf.
There was a Ela plant oben auf der Höhle wuchs eine Ela-Pflanze am Eingang. At the doorway. And every time und jedes he went Mal, out, wenn it er rausging, his, zerkratzte sie seinen Kopf, head. Seinen kahlen and Kopf. Many times he oft said, sagte er, ich muss das Ding rausreißen. And then he remembered his vow. He und dann said, no, erinnert er sich an sein Gelübde. Er sagte, nein, sie ist grün. Kleine Kreaturen leben dort. Vielleicht gibt es eine ganze Stadt von kleinen Kreaturen. Ich sollte sie nicht rausreißen. Aber sie zerkratzte ihn immer wieder, an einem Tag sogar dreimal. Da sagte er, mir reicht, ich reiße sie raus. Und er riss die Pflanze aus. Das alleine ist schon schlecht. Aber dann sagte er etwas noch Schlimmeres. Er sagte, diese dummen kleinen Regeln, die der Buddha uns aufgebürdet hat, 253 kleine Regeln für Mönche, das ist zu viel. Was hat er sich dabei gedacht? Das ist doof. Diese Mönchsgelübde sind blöd. So etwas in der Art, sagte er. Rate, was ihm passiert ist. Er wurde als Naga wiedergeboren, so ein kleiner Drache. Und er hatte, glaube ich, 7 Köpfe oder so. Sie sahen alle wie eine Kardamompflanze aus. Er sieht aus wie eine wandelnde Kardamompflanze. Das ist die Geschichte von diesem Kerl. Ich mag das nächste Bild. Ich zeige euch das nächste Bild. Wir haben darüber gesprochen, wie der Buddhismus über die Umwelt spricht und den Umweltschutz. Im nächsten Bild siehst du, wie jemand Wasser aus einem Fluss trinkt. In den alten Zeiten vor 2500 Jahren gingen die Mönche, wenn sie Wasser brauchten, einfach zu einem Bach und tranken. Aber die Mönchsgelübde verlangten, dass sie zuvor das Wasser prüften, ob auf dem Wasser kleine Lebewesen schwammen. Wir müssen sogar ein Sieb benutzen. Mönche müssen jederzeit ein Sieb bei sich tragen. Heutzutage geben sie dir eins, groß wie ein Küchensieb, wenn du Mönch wirst. Es ist lustig, denn du lässt es einfach in deinem Zimmer für den Rest deines Lebens. Aber in den alten Zeiten musst du immer ein kleines Tuchsieb am Gürtel tragen. Und wenn du am Bach trinken wolltest, musstest du das Wasser erst filtern, um sicher zu sein, dass du nicht aus Versehen ein Lebewesen tötest, dass du keinen einzigen winzigen Käfer aus Versehen tötest. Und es gibt eine weitere spannende Regel in den Mönchsgelübden. Wenn eine Gruppe von Mönchen zum Bach geht, um zu trinken, dann sollte derjenige, der das Wasser mit seinem Filter prüft, immer der Freundlichste sein. Die Regel ist, dass sie von 5 Mönchen den mit dem größten Mitgefühl auswählen müssen, das Wasser zu prüfen. Wenn also ein Mönch nicht einmal einen Schluck nehmen darf vom Wasser eines kleinen Baches, ohne die Lebewesen zu schützen, die dort leben, was passiert dann mit einem ganzen Planeten voller Menschen, die alle Flüsse der ganzen Welt für Milliarden Lebewesen zerstören? Was wird mit diesen Leuten passieren? Das ist das Niveau, auf dem wir uns um unsere Umwelt kümmern sollten, okay? Ich mache jetzt weiter. Ich bin ein bisschen über der Zeit. Tut mir leid. Es ist schwierig für mich abzuschätzen, wie lange es dauert. Ich werde das hier fertig machen. Es kann passieren, wenn du in einem Land mit einem sehr grausamen König lebst, dass sie dich manchmal für Kleinigkeiten umbringen und manchmal für große Dinge laufen lassen. Das hängt ganz von den Launen des Königs ab. Aber wenn du nur eine kleinste Regel brichst, die der Buddha aufgestellt hat, zum Beispiel jene, die Heimat kleiner Lebewesen in Bächen oder auf Blättern nicht zu zerstören, wird mit dir das Gleiche passieren wie Herrn Kardamomkopf. Er wird hier Herr Kardamomkopf genannt, Herr Kardamomkopf-Drache. Du wirst so etwas werden.
In seinem vorigen Leben hat dieses Tier mit den seltsamen Köpfen eine Pflanze ausgerissen, die ihm immer den Kopf zergratzte und gesagt, das ist eine blöde Regel. Dann sagt er, schau, Herr Kardamomkopf wurde zu einem Tier, weil er ein paar Blätter einer Kardamompflanze ausgerissen hat, die ihm den Kopf zerkratzte. Du und ich, wir machen viel schlimmere Dinge, viele Male am Tag. Wir reden hier nicht über ein paar Pflanzenblätter, die du zerstört hast. Wir reden über einen ganzen Planeten voller Urwald und Bäume, den du zerstört hast. Und du hast das ganze Ökosystem deines Landes zerstört. Er sagt, Cheetah Girl, denk selbst darüber nach. Das ist lustig. Der Lama sagt, mach dir deine eigenen Gedanken darüber. Finde du heraus, was dir widerfahren wird. Und damit endet er. Er geht nicht weiter darauf ein. Gut, diesen Abschnitt haben wir beendet. Es bedeutet, sei gut zu deinem Planeten. Sag nicht, der Wirtschaft geht es schlecht. Wir können ruhig noch eine Weile weiter Kohle verbrennen. Wir hatten schließlich gerade ein Virus und müssen die Wirtschaft wieder in Schwung bringen. Da kann man die Umwelt schon mal für eine Weile hinten anstellen. Das ist genauso dumm. Wenn es der Wirtschaft schlecht geht und du sie besser machen willst, dann sei freundlich zur Natur, sei freundlich zu diesem schönen blauen Himmel, der grünen Pflanzenwelt. Denn das wird die Wirtschaft besser machen. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke dir, Tim. Danke dir, Seji.